Ja, Anlage gesperrt, was ähnliches gilt leider jetzt auch für den Julian. Julian, wir haben gerade vernommen, die Hiobsbotschaft, dein Partner, der Simon Asperin, hat dir abgesagt. Was bedeutet das jetzt für dich? Ja, das passt irgendwie zu dem bisherigen Jahr. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein sogenanntes Seuchenjahr. Angefangen mit Leisten-OP im Jänner, kein Australien. Dann eine Faszienverletzung vor dem Davis Cup. Dann Davis Cup nicht gespielt, jetzt ein Muskelfaserriss nach 3 Turnieren, die ich mit Simon insgesamt bisher erst gespielt habe in dem Jahr. Und ich bin jetzt 5 Wochen sicherlich außer Gefecht. Und gestern noch der Anruf von Simon, das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie verständlich ist, weil er auch auf sich schauen muss, dass er jetzt mit dem Hanley spielen wird. Natürlich eine extrem schwierige Situation für mich, jetzt für Paris jemanden zu finden und auch in der Folge, aber ich werde das Beste draus machen und vielleicht ergibt sich ja was Gutes. Wie geht's denn dir jetzt gesundheitlich? Ja, ich bin in Therapie, gesundheitlich ja den Umständen entsprechend, aber natürlich ist die Situation sicherlich die schwierigste bisher in meiner Karriere. Aber ich werde versuchen, das Beste draus zu machen und ich habe schon einige Rückschläge einstecken müssen und ich werde alles versuchen, um wieder zurückzukommen. Jetzt ist es ja so, dass du ein bisschen was trainieren kannst. Was kannst du machen und was geht eben nicht? Ja, ich bin im Moment am Ergometer, am Rad kann ich so ziemlich alles machen. Oberkörper kann ich trainieren, aber laufen geht im Moment noch nicht. Und da werde ich mich von Tag zu Tag langsam rantasten, dass ich das so schnell wie möglich wieder hinbekomme. Was schätzt du in etwa? Glaubst du, geht es in Paris noch aus? Ich hoffe Paris, dass sich das auf jeden Fall ausgeht. Es sind noch gute 5 Wochen bis dorthin. Passiert ist es vor 9 Tagen. Gesagt hat man insgesamt 6 Wochen, wird knapp, aber vielleicht geht es ein bisschen schneller und dann sollte Paris okay sein. Na, wir wünschen dir toi toi toi, auch bei der Lotterie letztlich einen guten Partner zu finden. Danke. Danke, alles Gute, gell? Damit auch dir wieder die Sonne scheint.